der Audi Star Talk. Stars hautnah erleben. Der Audi Star Talk. Macht natürlich immer Bock auf mehr. Und heute mit dem Best of FC Bayern München. Deutschlands erfolgreichster, populärster und größter Fußballverein. In Zukunft trainiert von Pep Guardiola, eine der schillerndsten Figuren des internationalen Fußballs, bald in München. Dort, wo er sich einreiht in eine lange Riege der ganz großen Persönlichkeiten. Und jede Menge dieser Persönlichkeiten waren bereits Gäste im Audi Star Talk. Wir zeigen Ihnen jetzt die lustigsten, emotionalsten und intimsten Momente aus 4 Jahren Audi Star Talk. Und los geht's mit dem Titan und seinem legendären Streit mit dem Präsidenten des FC Bayern. Uli Hoeneß ist ja ein Mensch, mit dem kann man auch schon mal aneinander geraten. Und er ist ja selber auch ein sehr so oftmals aus der Emotion heraus getriebener Typ. Und wenn jetzt da so 2 aus der Emotion herausgetriebene Typen mal aufeinander prallen, dann kann es schon mal sehr, sehr zu sehr heftigen Auseinandersetzungen kommen. Also das war wirklich eine der heftigsten, glaube ich, in unserer, Beziehung, in meiner Ära beim FC Bayern München. Nur das Schöne an Uli Hoeneß ist, ich bin dann aus dem Büro, weiß nicht, die Tür zugeknallt, habe die Geschäftsstelle verlassen, bin dann im Auto gesessen, habe gedacht, das war vielleicht... Bist vielleicht irgendwo einen Tick zu weit gehabt, einen kleinen Telefonhörer in die Hand genommen und gesagt, Herr Hoeneß, also, es war nicht so, ganz so war es nicht gemeint und ich wollte mich entschuldigen. Und dann ist er jemand, und das finde ich einfach fantastisch an ihm, er ist dann jemand, der sagt, ist angenommen, Thema ist erledigt und dann geht es auch ganz normal weiter. Und das zeichnet ihn, glaube ich, auch aus. Sehr schöne Geschichte. Wisst ihr noch, wo das war? Ja, ja. Die 25.000 Geldstrafe vom Hitzfeld-Weiler. Ganz genau. Die Geschichte hat natürlich, war fast so, wie er sie erzählt hat. Ja. Aber die kann man natürlich noch ein bisschen schöner erzählen. Ja, ja bitte. Wir hatten Weihnachtsfeier in dem Palazzo vom Alfons Schubeck. Und das war so seine Sturm- und Drangzeit von Oliver. Ja. Und immer mit Ferrari auf dem Bordstein. Ja, und um 22:30 ist er plötzlich, er war ja Kapitän, hat gesagt, ja, er hatte Probleme, seine Tochter sei krank und er müsse jetzt doch die Weihnachtsfeier frühzeitig verlassen. Ja, wir alle gesagt, ja natürlich, wenn die Tochter krank ist, kannst du natürlich nach Hause gehen. Das Problem war nur, dass ihn irgendjemand etwa 2 Stunden später im Trädervix mit einer hübschen Frau gesehen hat, ja. Nicht seine Tochter? War nicht seine Tochter und auch nicht seine Frau. Und das hatte natürlich zur Konsequenz, dass Ottmar Hitzfeld ihn mit 25.000 Euro bestraft hat und einmal gesperrt hat fürs nächste Heimspiel oder Bundesligaspiel. Und er hat natürlich gemeint, dass ich da auch mit zu tun habe, ja, dass das nicht nur auf Ottmars Mist gewachsen ist. Und dann kann ich mich noch genau an die Szene erinnern. Er hat schon vorne angerufen, ist er da? Ja, ja, er ist da. Und dann kam er, hatte an dem Tag Cowboystiefel an. Ja, und dann kam er und dann hat er dann mir einen Vortrag gehalten, was wir uns eigentlich alle einbilden und so weiter und so fort. Und als er dann fertig war, habe ich gesagt, bist du jetzt fertig? Ja, bin jetzt fertig. Strafe bleibt bestehen. Bumm. Dann ist er aufgestanden, hat die Tür geknallt, dass ich gemeint habe, wir brauchen eine neue. Und dann war er weg. Und wie gesagt, dann hat er kurz drauf aus dem Auto angerufen, hat sich entschuldigt, ja, können wir uns nicht in einer angenehmeren Atmosphäre demnächst treffen. Dann kam er 3 Tage später zu uns an Tegernsee zum Frühstück und hat meiner Frau einen Blumenstrauß mitgebracht, den größten Strauß, den die je gekriegt hat. Das ist auch Oliver Kahn. Helmut Scholl ist mal gefragt worden, wovor er Angst hätte. Dann hat er gesagt, vor Krieg und Oliver Kahn. Jetzt ist es ja... so, dass du, glaube ich, jahrelang neben Olli direkt den Platz in der Kabine hattest, ne? Ja, war das manchmal beängstigend oder hat das auch viel abgefärbt, weil der war ja so ein absoluter Willensmensch? Ja gut, ich habe ihn das erste Mal dann kennengelernt 2002 im November. Das erste Mal, ich saß neben ihm, das erste Mal, dass er mit mir gesprochen hat, war dann, glaube ich, 2005. Das war so ihre Art sozusagen, den jungen Spielern auch zu zeigen. Ja, aber wenn ich dann mit ihm gesprochen habe, habe ich ihm das Richtige gesagt. Spaß haben damit. Gut, dann gab es noch das andere Problem, dass
Es werden ja bei uns immer die Handtücher, jeder Spieler hat ein Handtuch. Nur komischerweise war bei mir nie eins da und ich habe mir gedacht, wo ist nur mein Handtuch? Und neben mir sehe ich einen Olli, wie er sich seine Haare macht, seine Handschuhe poliert und alles Mögliche und hat zwei Handtücher. Und ich habe mich natürlich damals nicht so getraut zu sagen, jetzt du, gib mir, lass mal mein Handtuch da. Bin dann immer extra noch mal hintergegangen, habe mir noch eins geholt. Also das war, ja, es hat schon ein bisschen gedauert, bis ich dann mein Handtuch hatte. Jede Menge zu lachen gab es nicht nur bei der Sendung mit Bastian Schweinsteiger. Auch ein Ex-Trainer der Bayern entpuppte sich als wahre Stimmungskanone. Sozusagen ein echtes Geschichtenbiest. Ich kann eine Geschichte erzählen. Ich bin Vater von zwei sehr schönen Töchtern. Und wenn sie sehr jung waren, habe ich mit meiner Frau überlegt, wir müssen auch einmal ein Ferien in einen Caravan. Campingplatz machen, oder? Ja. Weil das für die Kinder fantastisch war. Viel Kinder miteinander spielen, das ist schön. So, wir gehen nach diesem Wohnwagen in Frankreich. Und dann haben wir jeden Tag einen Hund unter unserem Wohnwagen gehabt. Und er machte jeden Tag die Liebe mit einem anderen Hund. Und dann immer die Schwanz. Immer. Und. Und das war das erste Mal, dass ich die Liebe erklärt habe, wie man das macht an meine Töchter. Man hatte den Eindruck, bei Ihnen zu Hause wird sehr viel gelacht. Ist das so? Haben Sie viel Spaß miteinander? Ja, wir haben sehr viel Spaß. Und ja, auch viel Streit auch. Ja? Aber ja. Aber Trus ist sehr lieb und ich, sie kennt mich sehr gut. Ich will verwöhnt werden und das macht sie sehr gut. Und auch wichtig ist, dass wir noch regelmäßig die Liebe machen miteinander. Jetzt brauche ich einen Schluck Wein. Ja. Jetzt brauche ich einen Schluck Wein. Sie machen das nicht. Doch. Ja. Ja. Doch, aber mit meiner Frau. Also. Ja. Das finde ich logisch. Ich mache das auch nur mit uns. Doch es waren nicht nur die Trainer, die ganz überraschende und amüsante Geschichten zu erzählen hatten. Stimmt die Geschichte eigentlich, als du das erste Mal den Magath getroffen hast, hat er, glaube ich, zu dir gesagt, wer sind Sie? Ja, stimmt. Ja, es war so, ich kam 2004 von der Europameisterschaft zurück und ich habe mir gedacht, okay, als junger Spieler kommst du vielleicht mal einen Tag eher zum Training als eigentlich gedacht, also für die EM-Spieler. Und dachte ich, ich mache gleich mal einen guten Eindruck, aber der Schuss ging nach hinten los. Und ich wollte ihn begrüßen und er hat mich gefragt, wer sind Sie eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja gut, Basti Schweinsteiger. Das Lustige war dann, ich war dann verletzt am Knie und musste 10 Tage außer Gefecht. Kam dann wieder zurück, erste Trainingseinheit. Und danach sind wir nach Mainz gefahren zum Spiel und dann hat er gesagt, ja, die ganze Mannschaft fährt mit nach Mainz. Da habe ich ihn gefragt, Herr Trainer, muss ich auch mit? Und dann hat er gesagt, wer sind Sie überhaupt? Man sagt euch beiden ja ein besonders herzliches Verhältnis. Das war ja bei der Europameisterschaft 2008 so, dass du gesperrt warst gegen Österreich und hast dann, das Bild haben wir ja hier, neben mir auf der Tribüne auch das Spiel zusammengeguckt. Jetzt hat sie ja in Berlin den Spitznamen Mutti. Ist sie denn so mütterlich? Passt das? Ja, also in dem Alter ist sie ja schon. Also aber... ja, doch, das passt schon in einer gewissen Art und Weise. Ich meine, auch wenn wir mal verloren haben, da hat sie uns dann ein bisschen so in den Arm genommen und so ein bisschen getröstet. Aber auch dann, wo wir mal gegen Argentinien gespielt haben, kommt sie einfach rein. Sie kommt ja oft so relativ spontan rein und wir müssen ja auch duschen. Und auf einmal
stehst du da halbnackt neben der Bundeskanzlerin. Das ist schon immer komisch. Und sie hat dann noch so ein Bier in der Hand und stößt mit dir an. Also denkst du ja schon, bin ich jetzt richtig? Aber gerade einer steht beim FC Bayern für Klartext. Der Präsident, Uli Hoeneß. Dies bewies er auch bei einem sehr launigen Abend im Audi Star Talk. Wenn man sich mit Leuten unterhält, die sie gut kennen, ist es echt nicht einfach, auf irgendwas zu stoßen, was eine Schwäche ist. Aber eine kleine haben wir doch gefunden. Da wüsste ich jede Menge, schauen Sie mich an. Eine kleine haben wir gefunden, die hat uns Karl-Heinz Rummenigge verraten. Da hören wir mal schnell rein. Sehr schönes Beispiel, wie ich finde. Ich finde es immer lustig, wenn wir mal so jetzt wie am Sonntag zum Spiel nach Stuttgart fahren, gemeinsam mit dem Auto, dann packt er irgendwann sein Handy aus und dann blinkt das Teil, dann sage ich, was blinkt dein Handy? Dann sagt er, ja, Mailbox. Und dann drückt er auf den, sage ich, ja, drück doch drauf. Dann drückt er drauf, sagt er, 83 Nachrichten. Dann habe ich gesagt, hörst du die nie ab? Sagt er, nein, ich weiß nicht mal, wie das geht. Fand ich sehr nett. Aber Sie sind auch einer, das haben Sie das letzte Mal auch schon erzählt, Sie sind eben auch jemand, der sagt, ich brauche die neumodische Technik einfach nicht. Ja? Ich habe mein Telefon, ich rede mit Menschen, fertig. Ich bin jetzt absolut kein Ablehner der neumodischen Technik. Das darf man überhaupt nicht missverstehen. Ich bin der Meinung, dass diese Erfindungen wie Internet, wie diese ganzen iPhones, iPads natürlich eine unglaubliche Bereicherung unserer Gesellschaft ist. Aber in der Art und Weise, wie sich das jetzt in unser Leben eingeschlichen hat, ist es mir schon wieder gefährlich. Denn wenn die Konsequenz all dieser Sachen ist, dass wir in der Zwischenzeit eine Partei in Deutschland haben, die 9% hat und die gar nicht wissen, wofür sie eigentlich stehen. 12% nach der neuesten Umfrage. Ja? 12%. Dann, die Piraten. Ja, dann macht mir die Sache Angst. Denn was passiert da eigentlich irgendwann? Wenn sich einer hinstellt, Afghanistan, haben wir noch keinen Plan, müssen wir noch drüber reden. Steuergeschichten, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Schlecker, muss ich ja, oder wie müssen wir das machen mit unserer Wirtschaft? Müssen wir vielleicht in 4 Wochen eine Antwort geben? Das ist doch keine Politik. Und wir brauchen Leute, die eine Richtung angeben, die eine Vision haben, die wissen, wo soll das Leben der Leute, der Bürger, wie soll die Absicherung dieser Leute hingehen? Da kann ich nicht so einen Schwachsinn erzählen, wie die das zum großen Teil machen. Aber was vergisst du, dass Parteien auf Sie zugetreten sind und gefragt haben, ob Sie sich das theoretisch vorstellen könnten, Bundespräsident? Nein, es war nur Fritz Pleitgen, der frühere Chef vom WDR, glaube ich, oder WDR, ja. Ja, der hat mal in einer Podiumsdiskussion meinen Namen ins Spiel gebracht. Frau Nahles, die am Tisch saß, die hat gleich die Augen verdreht. Die hat sich von dem Ausspruch, von der Vorstellung bis heute noch nicht erholt. Großer Fan dieser Nürnberger Werbespots, die Sie da mit Alfons Schubeck auch gedreht haben. Und wissen Sie, eine Sache fand ich in dem Zusammenhang sehr, sehr witzig. Es gibt eine Tierschutzorganisation, die heißt PETA. Und die hat ausgerechnet ihre Allianz Arena zum vegetarierfreundlichsten Stadion der Liga gekürt. Ja, das ist nicht schlecht, oder? Können die natürlich schon gemacht haben, weil unsere Nürnberger... Die Veggie Arena haben wir. Unsere Nürnberger gibt es ja nicht in unserem Stadion, weil ich da großen Wert drauf lege. Ach, dass wir da, der FC Bayern nicht Geschäfte macht mit uns selbst oder mit meiner Firma. Ach, die Würstchen, die da verkauft werden, sind nicht von Ihnen? Die sind nicht von uns, nein. Das denken alle übrigens, wissen Sie das? Ja, aber muss ich ehrlich sagen, wenn sie von uns wären, wären sie besser. Aki Watzke hat uns die Geschichte erzählt, dass im Jahr 2005 der Verein so blank war an einem Abend, dass er selbst aus der privaten Tasche 50 Euro geben musste fürs Waschmittel, damit die Trikots gewaschen werden konnten vor dem Spiel hier übrigens dann in München. Wirklich. Hätten Sie es, Sie schmunzeln? Naja, aber mit 50 Euro kommst du dem Geschäft normalerweise nicht weit. Ja, aber man muss dazu sagen, seitdem hat er natürlich kräftig saniert, hat Schulden abgebaut. Hätten Sie es wirklich ernsthaft jetzt für möglich gehalten, dass die Dortmunder in so kurzer Zeit so nah wieder an die Spitze rankommen, jetzt amtierender deutscher Meister sind, hätten Sie das für möglich gehalten? Ist Ihnen ja ein richtiger Konkurrent jetzt erwachsen, muss man sagen. Ja, das haben wir ja auch registriert und wir finden das auch toll, dass wieder ein Verein kommt, der
wirklich auf Augenhöhe mit uns auch mal längere Zeit aushält. Das haben ja viele versucht in den letzten 20 Jahren. Die meisten sind dann wieder abgebrochen. Und ich denke, dass mit Dortmund jetzt ein Verein heranwachsen könnte, der wirklich einige Jahre lang das auf Augenhöhe mit uns betreiben kann. Und das ist für uns überhaupt kein Problem. Die Leute meinen immer, jetzt sitzen wir zu Hause und hintersinnen uns ständig, oh, jetzt kommt Dortmund und die bedrängen uns. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir absolut ernst nehmen und die wir auch annehmen. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass die Spieler heute glücklicher sind als ihr oder wir. Also der Druck, den die Spieler heute haben, sie können in keine Disco mehr gehen, sie können in keine Kneipe mehr gehen. Wenn Luca Toni oder Frank Ribéry am Montag oder Dienstag mal im Hugos hier in einer Pizzeria mal vielleicht bis 12 Uhr oder 1 Uhr oder von mir aus auch 2 Uhr feiern, weil sie sich ihren Frust von ihren Verletzungen vom Leib saufen, also dann muss ich sagen, dann ist das für mich, muss das drin sein. Und wir werden immer provoziert von den Zeitungen, warum reagiert ihr da nicht, warum reagiert ihr da nicht. Früher haben wir uns auch die Maßen auf dem Oktoberfest reinlaufen lassen und keiner hat sich gestört. Das war in diesem Bereich mit Sicherheit eine schönere Zeit. Und wenn ich an diese albernen Handys denke, die jeder heute dabei hat, du kannst keinen Furz mehr lassen, ohne dass du fotografiert wirst, das ist nicht mehr so lustig. Sehen Sie gleich Bayerns Jahrhunderttrainer Ottmar Hitzfeld zu Tränen gerührt. Und Uli Hoeneß auf ungewohntem Parkett hier im Audi Star Talk Best of FC Bayern.